Hallo, heute zeige ich euch eine Anschlagmethode, also wie ihr Maschen anschlagen könnt. Und zwar im Englischen wird das die sogenannte Longtail-Methode genannt. Das bedeutet, dass es einen sozusagen langen Schwanzerl gibt, das man schon vorbereiten muss. Das heißt, man muss sich schon vorab überlegen, wie viele Maschen werden circa gebraucht, beziehungsweise wie viele Faden werden für diese Maschen gebraucht. Im Deutschen heißt das, soweit ich weiß, Kreuzanschlag. Und ich möchte jetzt nur ein paar Maschen anschlagen, damit ich euch wirklich einfach nur die Technik zeigen kann. Dafür habe ich hier einen einfachen Faden, wo eben auf der einen Seite das Knäuel hängt und auf der anderen Seite der Schluss. Und ich habe hier zwei Stricknadeln, in denen einfach die passend zur Wolle sind, beziehungsweise sind jetzt ein bisschen dicker, damit ihr sie gut sehen könnt. Und es gibt prinzipiell fürs Anschlagen auch zwei Methoden, gerade bei diesem sogenannten Longtail. Sagen viele, damit er nicht zu fest wird, soll man doch mit zwei Nadeln anschlagen. Das mache ich prinzipiell nicht. Ich schlage immer nur mit einer Nadel an. Das werde ich auch jetzt tun. Das kann man schon machen, beziehungsweise ist es vielleicht besser, mit einer etwas größeren Nadel, als man sie dann bei dem Strickstück später braucht, anzuschlagen, damit die Maschen nicht zu fest werden. Das soll uns jetzt mal egal sein. Wir wollen ja einfach nur wissen, wie wir prinzipiell Maschen sozusagen auf die Nadel bekommen können. Wie gesagt, ich muss mir vorher überlegen, wie viele Maschen möchte ich ungefähr anschlagen. Also ich werde jetzt ungefähr 10 Maschen anschlagen und bereite mir da so einen Faden einfach von einer gewissen Länge vor. Und jetzt ist es mal wichtig, wie verläuft der Faden. Also ich mache das jetzt hier für Rechtshänderinnen. Das heißt, zuerst einmal, da ist das Knäuel und der Faden, der vom Knäuel kommt, zum Ende hin. Das heißt, ich nehme das den Faden praktisch dort, wo er zum Ende hinläuft. Ich schlinge ihn einmal, also ich lege ihn über meinen kleinen Finger, über meinen Zeigefinger zweimal, dann über meinen Daumen eine Schlinge von unten nach oben und dann halte ich es fest. In dem Fall mit meinem Mittel- und Ringfinger. Es sieht jetzt so aus. Ich habe hier eine Schlaufe, eine verkreuzte. Und wieder durch die Schlaufe retour. Dann lasse ich den Daumen praktisch raus und kann jetzt anziehen. Und das mache ich tatsächlich auch wieder mit dem Daumen. Wenn ich mit dem Daumen den Faden festziehe, habe ich hier meine erste Schlaufe gebildet und der Faden liegt auch schon wieder auf meinem Daumen. Wenn ich jetzt wieder unter den Daumen fahre, also unter den Faden, der beim Daumen liegt, bildet sich automatisch hier wieder so ein X sozusagen oder so eine Schlaufe, durch die ich hindurch kann. Ich hole mir den Faden vom Zeigefinger. Im Daumen fest. Da kann man noch ein bisschen nachfassen. Zweite Schlaufe. Das schaut jetzt so aus. Das heißt, ich habe den Faden, der von der Wolle kommt, über meinen Zeigefinger liegen, zu dem Faden, der zum Schluss geht, der über meinen Daumen geht. Und ich drehe jetzt wieder meinen Daumen und hole unter dem Faden durch die Schlaufe hindurch den Faden vom Zeigefinger, ziehe ihn durch. Nochmal. Unter den Faden, durch die Schlaufe, Faden holen, wieder durch die Schlaufe zuziehen. Ich zeige euch nochmal. Jetzt habe ich hier vier Maschen. Wenn ich jetzt ganz loslassen würde, kann nichts passieren. So weiter mal. Wenn ich wieder starten möchte, ich lege den Faden, der vom Knäuel kommt, über meinen kleinen Finger. Hinter dem Handrücken
über den Zeigefinger. In meinem Fall mache ich das zweimal. Das ist der Faden Nummer 1, das ist dieser hier. Und der zweite Faden, den halte ich hier fest. Ich halte es jetzt gerade mit dem kleinen und dem Ringfinger hier. Und der Daumen beginnt die Schlaufe zu bilden. Worauf muss ich achten? Ihr seht es vielleicht, ich fixiere mit dem rechten Daumen die bestehenden Maschen. Wenn ich das nicht mache, kann es passieren, dass sie sich verdrehen. Auch nicht so schlimm, aber es tut sich dann nachher beim Stricken ein bisschen schwerer. Deswegen halte ich mit dem Daumen die bereits gestrickten Maschen fest und achte darauf, wenn ich jetzt den Faden hole, durch die Schlaufe fahre und die Schlaufe festziehe, dann achte ich darauf, dass diese Knubbel hier unten so parallel wie möglich nebeneinander liegen, also wirklich nebeneinander, nicht zu sehr verschoben, nicht, dass sich so verdreht. Das soll nicht passieren. Sondern sie sollen nach Möglichkeit eher nebeneinander liegen. Das ist ein bisschen eine Übungssache, aber eigentlich, das ist einmal der mit einer der einfachen Longtail Cast-Ons, heißen sie im Englischen, oder Kreuzanschlag. Der ist relativ eng. Ich zeige euch noch ein paar Anschläge, während ich rede. Der ist relativ eng und ich würde ihn euch nicht unbedingt für Socken oder so empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel ein einfaches, gerades Stück stricken wollt, wo ihr nicht zu viel Elastizität braucht, wie zum Beispiel ein Schal oder auch ein Probefleckerl, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Wenn ihr wisst, dass ihr prinzipiell auch nicht zu fest anschlagt, dann könnt ihr das schon natürlich auch für Socken verwenden, aber dieser Anschlag gibt nicht so viel nach. Da gibt es ein bisschen einen lockeren, den sogenannten German Twist Cast-On oder German Cast-On. Oder norwegisches Anschlagen, das ist das gleiche. Da macht man noch eine Zwischenbewegung, die ist sehr ähnlich, aber dann hat man ein bisschen mehr Faden. Und ja, ist flexibler. So, das heißt Longtail Cast-On, weil man muss wirklich ein langes Schwanz lassen, weil irgendwann geht einem da auf dieser Seite die Wolle aus. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ich habe sogar 11 Maschen gut geschafft. Eine 12. geht sich auch noch aus, das heißt die 10 Maschen, die ich sozusagen anschlagen wollte, waren kein Problem. Wenn ihr das schön gemacht habt, dann sieht man hier eine in sich greifende, relativ glatte Kante, das ist die Vorderseite. Die Rückseite ist auch tatsächlich als Rückseite erkennbar. Die sieht so aus. Die hat da solche, wenn ihr so wollt, Knubbel. Im Englischen heißt das Pearl. Das heißt, die linke Masche ist so als Knubbel zu erkennen. Und somit wisst ihr, auch bei eurer Anschlagseite, wenn ihr einen Longtail Cast-On macht, ist die Seite, von der ihr angefangen habt, als glatte Seite zu erkennen. Beide Enden, also sowohl der Anfangsfaden, also dieses kurze Ende, als auch der Arbeitsfaden sind am Schluss der Reihe auf derselben Seite. Es gibt Methoden, da ist dann der Anfangsfaden auf der anderen Seite. Daran auch zu erkennen. Wenn ihr jetzt in die Runde schließen würdet, das geht mit 10 Maschen recht schwer, aber wenn ihr jetzt in die Runde schließen würdet, dann würdet ihr weiter stricken mit dem Knäuelfaden. Und dann wäre hier der Anfangsfaden, würde hier bleiben. Wenn ihr jetzt umdrehen würdet, um sozusagen flach zu stricken, und ihr wollt ein glattes Maschenbild haben, dann müsstet ihr jetzt als erste Reihe eine Reihe mit verkehrten bzw. linken Maschen stricken. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war jetzt nur einmal wirklich ein erstes Video zum Einsteigen für den Kreuzanschlag, den Longtail Cast, und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Viel Spaß beim Ausprobieren!